Du hast bis jetzt nur Gutes über MSI. Ja, MSI ist auch nicht schlecht, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die anderen MSI-Karten besser sind als die Trio. Wie groß bist du? Ich bin 1,91. Und laut der Aussage meines Sohnes bin ich halbfett. Mein Sohn hat mir das so erklärt. Ich bin etwas dicker, aber ich bin nicht so dick wie ein Dicker. Das heißt, ich bin halbfett, hat er gesagt. Ich weiß nicht, wie man mit 9 Jahren darauf kommt, aber ich bin halbfett. Aber bei der Trio hast du eine gute Wahl gemacht, Flavius. Da gibt es auch Tests zu von Beaker's Lab oder sowas. Wie hieß denn der nochmal? Igor's Lab oder so heißt der. Und der hat die Trio komplett auseinandergenommen und sagt, das ist die eine, also einer der RTX-Karten, die keinen Formfaktorfehler hat. Und eigentlich auch von der Kühlung her gut sein soll. Aber die Strix hat die beste Kühlung. Jetzt müssen wir in die Altstadt. Das hier ist die Neustadt? Jetzt geht's los. Relativ. Die Stadt wurde vor mindestens 3000 Jahren gegründet. Also gut, geh vor. War gerade auch im Angebot. Okay, ja, meine war auch im Angebot. Jetzt siehst du, was ich davon habe. Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Ist hier ein Schatz versteckt? Oh, hier so ein Schatz wäre abgeluchst, ne? Salam. Salam alaikum. Okay, hier durch. Dann hopp. Okay, jetzt müsst ihr euch benehmen. Ja, Ma'am. Ich mein's ernst. Die Polizei patrouilliert hier überall und Aufmerksamkeit können wir nicht brauchen. Kein Ding. Wir gehen über den Markt. Die 1080, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die GTX-Reihe ist einfach tausendmal besser als die neue RTX-Reihe. Mal ganz ehrlich, also die GTX-Reihe, die war so gut. Ich hatte damals eine 1070 Strix. Ich hatte mit der nie auch nur irgendein Problem. Nie. Sie trägt ihn noch. Oh ja, anscheinend hilft das hier unten sehr. Was heißt das? Keine Ahnung. Und? Ich hoffe, ihr habt Audio, ne? Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Ja, na, das Problem ist halt, dass viele RTX halt übelst die... Also viele RTX-Karten hatten mega den Formfaktorfehler, ne? Und das darf halt nicht sein. Und gerade bei 1400 Euro am Anfang, das ist Wahnsinn, der Preis. Wahnsinn einfach nur. Danke. Zum Glück haben wir dich. Naja, wie lange hast du Ruhe für die 1100 Euro? Also jetzt sagen wir mal so, die Karte hat ja schon Power. Okay. Die macht jetzt 20% mehr Leistung wie eine 1080 Ti. Ne, und eine 1080 Ti könntest du jetzt auch immer noch benutzen, glaube ich, für WQHD Gaming. So. Und für die du jetzt hast, die 2080 Ti, denke ich mal, 2 Jahre oder so. Und danach musst du dir trotzdem wieder eine neue Grafikkarte holen oder 3 Jahre. Also wenn du volle Leistung haben willst, mit vollen Auflösungen, mit voller Grafik, ich weiß nicht, ob das wirklich über 2 Jahre hält. Glaube ich nicht. Und deine GTX 89 Ti wird jetzt in den Ruhestand geschickt. Wenn die noch geht, hier ist ein Abnehmer. Hier hoch. 20 Euro. Gleich Handel betreiben hier. Monsters and Explosions. eBay. Wer sind denn die Cowboys? Ja, Mädchen, du weißt doch den Weg. Ja, anscheinend kommen wir hier auch nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Darf ich klettern oder?
Oh, da ist ein Schatz. Guck mal eine an, Leute. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Die Leiter kommt mir sehr dings vor. Hey, hier hoch. Es muss noch einen anderen Weg geben. Oh ja, hier können wir irgendwo rüber. Wir machen einen auf Assassin's Creed, Leute, und klettern einfach mal über die ganzen Häuser. Euch alles klar? Ja, wir kommen. Das ist eine Abkürzung. Schon okay. Macht aber nichts kaputt. Hurtig, hurtig, liebe Leute. Hurtig, hurtig. Ja, wir sind richtig. Oh ja, wir sind richtig. Und wieder eine Leiter. Super. Also, hättest du jetzt eine 2080 oder eine 20 oder eine, ne, ich meine, hättest du jetzt eine 1080 oder eine 1080 Ti, brauchst du nicht Neues. Aber bei einer 89 Ti, das ist schon alt. Ich glaube, 7 Jahre oder so ist die alt, ne, oder 8? Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Weißt du, welche Karte bei mir erstaunlich lange gehalten hat? Ich hatte damals die 79. Und ich habe die billige gekauft von Pellet, weil ich damals noch nicht so viel Geld hatte. Und die hat komischerweise richtig lange gehalten. Ich glaube, die wäre auch immer noch nicht kaputt, hätte ich nicht damals Wasser in meinen PC geschüttet. Oh ja, du hörst richtig, Wasser in meinen PC. Ich habe getrunken, habe ein Glas stehen lassen und das Glas habe ich dann umgekippt. Und dann war da Wasser drin im PC. Als Cyberpunk freue ich mich richtig drauf. Alter, freue ich mich da drauf. So, und mein zweiter PC, den habe ich dann neu geholt. Ich glaube, der hat insgesamt 1000 gekostet. Das muss man sich mal vorstellen. 1000. In Anführungsstrichen nur. Au. Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los. Okay. Immerhin etwas. Ah. Auf ihn! Hallo, Jungs. Ja, komm mal her. Guck mal, ran an die Wand. Patsch und patsch, patsch, patsch. Angetroffen! Mann, getroffen. Die sehen ja alle gleich aus. Sind das die von der Matrix? Komm her hier, komm her, komm her. Komm her, hab ich gesagt. So, Mädchen bist du. Ja, willst du greifen, oder? Willst du kratzen? Ran an den Stamm. Hier gibt's Obst umsonst. Auf! Oh, ein Brecher. Oh, ein Biliane. Er ist zu stark für mich. Ja. Ich lass mir das nicht gefallen. Ausweichen. Bodentritt. Impotent. Batsch. Ausweich. Und rein in die Euler. Zack und rein in den Sack. Okay, wir müssen ihn mindestens dreimal in die Hoden treten, damit er K.O. ist. Komm ran hier, Junge. Einen Obstladen. Quatsch. Nate! Komm her hier. Hier gibt's Teppiche. Kannst du dich hinlegen, wenn ich mit dir fertig bin. Und du? Ah, du bist auch so wieder einer, ne? So ein Mädchen. Junge, fasst mich nicht an! Oh, reine Teppichladen hier. Patsch, patsch,
Was, ich bin mit deinem Freund noch nicht fertig. Und jetzt bist du rein in den Teppichladen. Du kannst dich zu deinen Freunden gesellen. Zack. Hey, mal schauen. Easy, Leute. Da können sie jetzt zu dritt schlafen. Aber ich habe damals, ich glaube, ich habe vor einem Jahr oder so, vor anderthalb Jahren habe ich meinen neuen PC geholt mit 1070 und so, und dann habe ich schnell gemerkt, dass der an seine Grenzen stößt. Hey, hier rein. Und habe dann auch mal ein bisschen für die Zukunft gedacht und mir was Heftigeres geholt. Und jetzt sehe ich aber, was ich davon habe. 2080 ist nie da. Klärt mich bitte mal jemand auf. Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe also auch? Also mit deiner 1080, ja. Sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sally, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bring mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich? Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir sagst du mir nicht die Wahrheit? Charlie? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Ha! Toll. Geil. Gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Nichts, es wird lang und hart. Hey, Jungs. Geheimer Eingang... Mein Sohn ist 9 Jahre alt. Und Deliane, du hoffst, dass dein PC noch ein paar neue Spiele erreicht. Kommt drauf an, welchen CPU du hast. Deine 1080 wird noch locker ausreichen. Ich habe im Moment eine GTX 1660 und ich kann in Full HD Control auf den höchsten Einstellungen spielen. Man of Medan kann ich auf den höchsten Einstellungen spielen. Ach, der gute alte i7-7700, ja, reicht. Schade nur, dass der i7, den hatte ich ja auch davor, bevor ich den i9 hatte, dass der nur 4 Kerne hat. Das könnte irgendwann vielleicht doch mal ein bisschen das Problem werden. Da solltest du vielleicht nach einem 6-Kerner vielleicht mal gucken oder so. Der i9 9700K ist auch eigentlich ziemlich gut und kostet auch nicht so viel. Aber dein System ist so, wie es ist mit dem i7, top. Also... Zu was? In was Full HD wirst du ganz, ganz wieder lange keine Antwort. Probleme haben. Wie gesagt, ich habe eine viel schlechtere Grafikkarte als Ersatz gerade drin. Das ist eine 1660, keine Ti, mit 6 GB RAM und die macht alles in Full HD ohne irgendeinen Muck. Also, die hat überhaupt kein Problem damit. Das reicht noch. Alles in Ordnung. Locker, locker. Kommt runter. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Das Problem ist nur, dass der halt nur 4 Kerne hat, ne? Und 8 Threads. Bist du sicher, dass wir richtig sind, Junge? Das ist halt, aber fürs Gaming so allgemein, ja, weil du streamst ja nicht oder sowas und du bist nur am Spielen. Was hat Sir Francis überhaupt eigentlich kein so weit Problem. Draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Ja? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann.
Angeblich. Aha. Hier ist eine Art Hebel drin. Aber fürs allgemeine Game reicht das locker aus. Super. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Tja, dann müssen wir erstmal gucken. Rätsel! Schaut doch mal, das sind die gleichen Säulen. Okay, Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Das sind ja die ganzen Zeichen, ne? Mit dem Halbmond und sowas wieder. Ist das auch drauf? Ja, die Spinne ist auch drauf. Die ganzen Zeichen sind drauf. Nur welches soll das Richtige sein? Es tut sich aber nichts. Cyberpunk damit zocken mit dem neuen Jahr auf jeden Fall. Hey, hey. Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Das ist ja das. Was? Ah. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. The moon will show the way. Da wurde ein Symbol in den Boden gekratzt. Tut sich aber nicht. The moon will show the way. The moon will show the way. The moon show me shit. Lügner. Irgendwelche Ideen? Klar, poste bei Discord. Er hat drei der Säulen markiert. Ich denke, wir müssen alle drei Hebel ziehen. Ah. Gleichzeitig? Ich stecke meine Hand nicht in so ein Loch. Okay, los geht's. Wir müssen die Hebel gleichzeitig ziehen. Es tut sich aber nicht. Ich halt's immer noch nicht. Was machst du denn da? Ich versuche, die Karte an den Säulen in diesem Raum auszurichten. Wo ist die richtige Stelle? Muss die richtige Stelle finden. Stell dich doch auf das Mondsymbol. St-
Stell dich doch auf das Mondsymbol. Ja, und dann, du Pfeife? Wenn ich hier stehe... Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wow. Wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. Mach es. Eins, zwei, drei. Hi, Dominik. Hey, was ist los? Zieh einfach am blöden Hebel. Mal gucken, was passiert, wenn wir nicht heben ziehen. Warte mal. Eins, zwei, drei. Hey, was ist los? Zieh einfach am blöden Hebel. Okay, kommt immer das Gleiche. Schade. Klar, sorry. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal. Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja, echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Guck dir mal die Figuren an. Ein Schatz bestimmt. Was sonst? Bewegen ihren Kopf? Reichtümer einer verlorenen Welt. Ach nee, lol. So einfach ist das aber nie. Oder? Die haben den Kopf nach innen, das sieht so aus, als wenn die einen angucken. In den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja, das sind Marlos-Männer. Alter, die Viecher sehen richtig unheimlich aus, so eine Figuren. Ich hätte vor Angst, dass die sich bewegen können. Pest oder Cholera? Ich sag Pest. Okay, was sollen die Körperteile? Ich finde das echt unheimlich. Ich seh's mir an. Luna Sword Elements Igni. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Was wir hier machen können. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Okay, so geht es nicht. Okay, wir müssen irgendwas machen mit so einem Stab, der in das Herz von diesem Typen da oben geht, der da oben drinne hängt. Das heißt, wir müssen irgendwie die Spiegelung kriegen. Irgendwie eine Spiegelung von dem Speer kriegen. Das funktioniert auch nicht. Wir kriegen hier aber keine Spiegelung von dem Speer hin. Da oben ist einer, aber da ist auch die Hand. Nur wie sollen wir die hinkriegen? Dass die da hochspiegelt. Aha. Aha. Okay, das funktioniert auch nicht. Wie läuft's, Junge? Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Ach, echt? Von der richtigen Stelle aus ergibt das alles einen Sinn? Thank you.
Water! Na bitte. Und ihr habt gezweifelt. And now? Tell from the dark side. Okay, was, das Rätsel haben wir gelöst. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich, nein. Okay, jetzt haben wir hier Patschewasser drin. So, jetzt gehen wir rüber zum nächsten Rätsel. Komisch. Und genau wenn wir das fertig haben, kommen wieder alle Bösewichte. So was habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Sieht wie ein Mechanismus aus. Aber jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Ach, echt? Wo ist ja ein Blitzmerker? Das sieht ziemlich klein aus, ne? Lass mal hin, den Scheiß. Das sieht jetzt zum Beispiel größer aus. Und ich glaube auch nicht, dass alle da rein müssen, weil das ist so ein Riesending. Und ich glaube auch nicht, dass alle benutzt werden müssen, so wie es auch aussieht. Jetzt bräuchten wir doch ein so ein Riesending. Das ist nicht groß genug. Das weiß ich auch nicht. Interesting thing that is. Ich glaube auch, dass wir das irgendwie anordnen müssen. Seht ihr? Lebelage. Das sieht größer aus, ne? Elena ist klug, ne? Die macht nur auf klug. Die ist aber doof wie Stroh. Dazu, I don't have any options or information. Hey, da auf dem Vorsprung ist noch ein Zahnrad. Wie zum Teufel kommt das denn da hoch? Es muss noch einen Weg geben. Das ist da hochgekommen, damit ich da hochkomme. Also da hochkletter. Deswegen ist das da hochgekommen, Nathan. Die Frage erübt sich doch. Und hüpf. Dann geht's auf die andere Seite weiter hier. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Oh. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ja. Das bedeutet... Ganz einfach. Es bedeutet... Es bedeutet... Nein, du sollst nicht das nehmen. Weg damit. Easy. Und rein in die Tür hier. Oder müssen wir noch was in der Mitte machen? Das ist
kommt.